Der Peloponnesische Krieg, Lysander. Nun aber müssen wir von einem Manne berichten, einem Spartaner, einem spartanischen Feldherrn, der diesem langen Krieg die entscheidende Wendung gab, der diesen Krieg für Sparta zum siegreichen Ende führte. Er hieß Lysander. Sein Name und nicht der des Alkibiades steht über dem Schlusskapitel des für Hellas so tragischen Krieges. Lysander, ein Mann, der auf viele Menschen faszinierend wirkte. Ein Beispiel dafür ist der Nachfolger von Tissaphernes in Sardes, der junge persische Prinz Kyros. Lysander war Mitglied einer Delegation des Peloponnesischen Bundes, die in Sardes über eine verstärkte Hilfe für die Flotte verhandeln sollte. Der junge Statthalter Kyros fand Gefallen an dem spartanischen General und bemühte sich um seine Freundschaft. »Du kannst dir etwas wünschen«, sagte er, »etwas, was dir Freude macht. Ich möchte bei dir in guter Erinnerung bleiben.« Kyros dachte an ein Landgut in Phrygien oder an eine kleine Stadt am Meer, an eine schöne wohnliche Insel. Vielleicht dachte er auch an rassige Pferde oder an kostbare Waffen. Aber Lysander sagte, »Ich wünsche mir, dass du jedem Matrosen und Ruderer auf unseren Schiffen einen Obolus mehr bezahlst.« Es war auch damals schon nicht üblich, bei solchen gewiss seltenen Gelegenheiten nicht auf den eigenen Vorteil zu sehen. Kyros auf jeden Fall wunderte sich über diesen Mann und hielt ihm ein Leben lang die Freundschaft. Dieser Lysander nun lag mit einer peloponnesischen Flotte im sicheren Hafen von Ephesos, als Alkibiades nach Samos zurückkehrte. Alkibiades fuhr mit den athenischen Schiffen in die Bucht von Ephesos und forderte die Spartaner zu einer Schlacht heraus. Aber Lysander ließ sich nicht, was Alkibiades auch unternahm, dazu provozieren. Als Alkibiades fest davon überzeugt war, dass die Spartaner keine Seeschlacht wünschten, wohl weil sie wussten, dass sie unterlegen waren, nahm er einen Teil der Soldaten von den Schiffen fort und plünderte mit ihnen das Hinterland von Ephesos, um Vieh und Getreide für die Armee zu beschaffen. Da brach Lysander unvermutet und schnell aus seinem Versteck hervor, überfiel die athenischen Schiffe und versenkte einen Teil von ihnen, beschädigte die meisten und nur wenige entkamen unversehrt nach Samos. Die Verluste waren beträchtlich. Die Nachricht von dieser Schlappe, die vielleicht wirklich durch den sorglosen Leichtsinn des Alkibiades verschuldet worden war, traf die Athener völlig unvorbereitet. Man hatte in Athen auf nichts Geringeres als auf kriegsentscheidende Siegesmeldungen gewartet und diejenigen Bürger, die Alkibiades für einen unzuverlässigen Prahler und Angeber hielten, erhoben ein großes Kriegsgeschrei gegen ihn. Alkibiades wurde sang- und klanglos als Feldherr abgesetzt. Die drei erfolgreichen Jahre an den Meerengen und in Thrakien waren vergessen. Ein für den Verlauf des Krieges herzlich bedeutungsloser Rückschlag, eine Schlappe in nichts zu vergleichen mit den Niederlagen auf Sizilien oder bei Amphipolis, und der verantwortliche Feldherr wird davongejagt. Alkibiades verließ die Armee und ging empört und traurig auf seine Güter in Thrakien. Nicht lange danach, noch vor dem Ende des Krieges, wurde er in Phrygien ermordet von einem seiner vielen Feinde, vielleicht auf spartanischen Wunsch durch persische Polizei oder einfach nur von Räubern, die es auf sein Geld abgesehen hatten. Genaues über sein Ende weiß man nicht. Seinen Nachfolgern aber erging es noch schlechter. Die nach der Niederlage bei Ephesos gewiss nicht mehr sehr starke athenische Flotte, unentschlossen und zaghaft geführt,
wurde bei der Insel Lesbos von einem Flottenverband des Peloponnesischen Bundes, der durch viele starke persische Schiffe ergänzt war, zum Kampf gestellt. Es waren langsame und schwer bewegliche Truppentransportschiffe in der athenischen Flotte und es war stürmisches Wetter mit hohem Wellengang. Alle Soldaten, deren Transporter versenkt wurden, ertranken. Als die Verlustlisten in Athen bekannt wurden, erfasste die Menschen Bestürzung und Trauer und als Überlebende dieser Seeschlacht berichteten, dass bei dem ständig zunehmenden Sturm und bei der unübersichtlichen Gefechtslage kein Versuch gemacht werden konnte, die in den Wogen treibenden Schiffbrüchigen zu retten, wurden heftige Anklagen gegen die an dieser Schlacht Verantwortlichen laut. Die Feldherren wurden nach Athen befohlen und vor ein Gericht gestellt. Sie wurden für schuldig befunden, leichtfertig und unter ungünstigen Umständen sich in eine Schlacht eingelassen und nicht alles getan zu haben, was selbst unter den verzweifelten Umständen zur Rettung der Schiffbrüchigen möglich gewesen wäre. Alle Feldherren wurden für schuldig befunden, 6 von ihnen wurden hingerichtet. Es wurden 6 neue Feldherren gewählt und der Krieg ging weiter. Der Delische Bund machte noch einmal verzweifelte Anstrengungen, die großen Verluste auszugleichen, aber wie sehr die für Athen lebenswichtige Seeherrschaft bereits in Frage gestellt war, bewies Lysander auf überzeugende Art. Er erschien im Frühjahr des Jahres 405 mit einer Flotte von 150 funkelnagelneuen Trieren vor dem Hafen Piräus, während das spartanische Heer Attika verwüstete. Lysander lag viele Tage vor dem Hafen in der Bucht von Salamis und kein Fischerboot, kein Schnellsegler, kein Frachtkahn kam heraus und herein. Die paar schlechten Kriegsschiffe, die im Piräus lagen, bereiteten sich auf die Verteidigung vor, aber Lysander griff nicht an. Sein Erscheinen vor der einst so stolzen Stadt war wirklich nur als Demonstration gedacht. Er segelte mit seiner Flotte zum Hellespont, bevor noch die Kriegsschiffe aus Samos zur Rettung Athens eingetroffen waren. In diesem Sommer sind die Athener entschlossen, alle noch verbliebenen Kräfte zusammenzufassen und es auf eine große Entscheidungsschlacht ankommen zu lassen. Lysander liegt im Hafen von Lampsakos. Die Schiffe des Delischen Bundes versammeln sich gegenüber dieser Stadt am Ziegenfluss. Die Athener drängen auf eine Schlacht, aber Lysander liegt im sicheren Hafen und hat Zeit. Und jetzt wiederholt sich fast dasselbe, was 2 Jahre zuvor dem Alkibiades geschehen war. Lysander ist in Lampsakos mit Waffen, Geräten und Lebensmitteln gut versorgt. Die Athener am Ziegenfluss leiden an allem notwendigen Mangel. Sie müssen die Lebensmittel von weit heranholen, sie sind darauf angewiesen, Versorgungsfahrzeuge loszuschicken und diese Versorgungsfahrzeuge durch Kriegsschiffe bewachen zu lassen. Sie können ihre Soldaten nicht ruhig im Lager lassen und darauf warten, was Lysander wohl unternimmt. Sie schicken starke Trupps in das Land hinein, um zu fouragieren, um Beute zu machen, um das Hinterland der Stadt Lampsakos zu beunruhigen. Und es greift hier dieselbe Sorglosigkeit, derselbe Leichtsinn um sich, der damals das Heer bei Ephesus erfasste. Niemand glaubt mehr daran, dass die Spartaner doch noch mit allen ihren Streitkräften angreifen könnten. Sie fürchten sich vor uns, sagen die athenischen Soldaten und werden immer kecker auf ihren Landgängen. Lysander kam so unerwartet, wie der berühmte Blitz aus dem heiteren Himmel kommt. Die Flotte des Delischen Bundes war fast unbemannt, die meisten Schiffe waren an Land gezogen, das Lager war ungenügend bewacht. Dem athenischen Oberbefehlshaber gelang es, mit 12 Trieren zu entkommen. Alle anderen Schiffe, 140 Trieren, viele hundert Transport- und Versorgungsschiffe wurden zerstört. Ohne ernsthaften Widerstand,
In schimpflicher Sorglosigkeit ging Athens Seemacht zugrunde. Lysander aber zog langsam von Lampsakos aus an den Küsten entlang und alle ionischen Städte, alle Inseln des Delischen Bundes ergaben sich ihm. Er erschien wieder vor dem Piräus und in der Stadt herrschte eine solche Unordnung, eine solche Verzweiflung, dass an Verteidigung nicht mehr zu denken war. Athen kapitulierte bedingungslos. Die langen Mauern wurden geschleift, der Piräus wurde zum offenen Hafen für alle Schiffe erklärt. Die demokratische Verfassung wurde aufgehoben und 30 von Sparta sorgfältig ausgesuchte attische Adlige übernahmen die Regierung der geschlagenen Stadt. Im Sommer des Jahres 404 vor unserer Zeitrechnung war der fast 30-jährige Große Krieg zu Ende.